Und da ist der nächste Schalter. Da kommen wir sicherlich wieder runter, oder? Ja. Jo. Dann können wir hier. Hops, hops, hops. Da fühlt man sich echt wie so ein Jump'n'Run. Und sie werden nicht aufhören, bis jeder einzelne von uns tot ist. Ja, eine Zeit lang habe ich geglaubt, aber ich habe nie verstanden. Das ist das Problem, wenn man in was hineingeboren wird. Glauben, ohne zu verstehen. Ja. Alle waren so ernst und ängstlich. All das Gerede von Assassinen und Templern, dem Ende der Welt. So, bevor wir weiterlaufen, ich wollte noch diesen Schalter aktivieren. Ho, 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 ho. Genau, den braucht man nämlich. Auf jeden Fall jetzt schön aufpassen. Es sind sicherlich ganz viele interessante Sachen zu hören von Desmond und den anderen Leuten, die hier reden. Lebe nach dem Credo, Desmond. Decke deine Kraft. Oh. Hä? Was soll ich jetzt tun? Ach so. Ich darf mir jetzt hier einen Weg bauen, oder was? Aha. Ja. Es ist ziemlich rutschig, ja? Zu meiner Verteidigung kann ich das mal so erwähnen. Das war knapp. Jeder Mensch hat seine Grenzen. Ich weiß nicht mehr, wann ich aufhörte zu glauben, ab wann es mir egal war. So, wir müssen jetzt wohl da runter, oder wie? Darf ich da drauf laufen? Na gut, wir finden es mal heraus. Nein. Okay. Das sah schon so negativ aus, das Zeug. Hätte ich mir eigentlich denken können. So, jetzt sollten wir uns also hier ein bisschen was bauen. Wow. Ein bisschen vorsichtig sein, wir wollen es ja nicht fünfmal machen. Gott, es klang alles so lächerlich. Wenn ich das Wort Templer hörte, musste ich lachen. Und Assassinen, vergesst es. So, aber ist das auch der Weg, den wir gehen müssen? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen da runter, aber wie? Na gut, wir gehen das mal weiter. Achso, wir können hier sozusagen Stüfchen bauen. So. Ein bisschen. Ja, reicht immer noch nicht. Wow. Ganz schön rutschig. Also jetzt ohne Mist. So, und die dürfen uns auch nicht erwischen. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Voll. Halt.
So, hier haben wir jetzt gerade eine Möglichkeit rüber zu laufen und die werden wir natürlich auch nutzen. Kann ich das schon bauen? Ja. So. Ein uralter Krieg, sagten sie. Ein endloser Kampf. Doch mir war es egal. Wer hätte gedacht, dass man ein Kind mit Kriegsgeschichten langweilen kann? Mehrspieler-Emblem. Mhm. So, wir können jetzt hier noch wechseln. Ist auf jeden Fall sehr interessant, was man hier jetzt mittlerweile machen kann in Assassin's Creed. Aber ich hoffe, das ist auch hier storybezogen. Ich schätze, ich war einsam. Allein unter Menschen. Ich hätte es ihnen sagen sollen. Vielleicht hätten sie zugehört. Wenn ich nur zurück könnte. Wenn ich mich nur entschuldigen könnte. War ich hier nicht schon mal? Kommt mir so bekannt vor. Ich glaube, hier waren wir doch schon. Muss ich jetzt da hoch? Weil jetzt haben wir ja die Möglichkeit. Aber. Ach nee, ich kann jetzt hier rüber. Stimmt. Stimmt. Und hier geht es wahrscheinlich wieder zurück, oder? Weiß ich nicht. Die frühen Jahre. Mhm. Da haben wir doch schon mal eine Station vollendet. Wird die auch vollendet angezeigt? Ja, sieht gut aus. Na, das ist doch auf jeden Fall schon mal interessant, dass wir sowas überhaupt machen können. Wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4. 4 Stück. Und die hier sind kaputt irgendwie. Auf jeden Fall sind es noch ein paar und die werden wir uns natürlich auch noch angucken, keine Sorge. Die Frage ist allerdings nur noch, wann. So, am Stück ist doof, würde ich sagen. Deswegen werden wir so zwischendrin mal raus switchen und das Ganze mal angehen. Ich überlege noch gerade, ob wir das vielleicht jetzt, also zumindest eins jetzt noch im Anschluss machen. Wäre zumindest eine Idee. Aber sonst gibt es hier nichts weiter. Können wir ja noch mal ein bisschen hier umschauen. Hier ist alles ziemlich trostlos, finde ich. So eine einsame Insel. Ist schon. Auf der einen Seite ist es was Schönes, ne? Auf der anderen Seite natürlich. Wenn man hier einsam ist, ist das alles nicht mehr so gut. Hier finden wir auf jeden Fall anscheinend nichts mehr. Wir können ja mal kurz zurückgehen, ich glaube aber, da finden wir auch nichts mehr. Können wir so ein bisschen schwimmen gehen? Ach, guck mal. Schade. Weiter geht's nicht. Und hier sind wir aufgewacht, ganz, ganz, ganz am Anfang. Falls ihr euch noch erinnert, falls ihr überhaupt die erste Folge gesehen habt, das ist auch so eine Sache. Muss ja nicht immer sein. Auf jeden Fall sehr spannend, dass man hier auch ein bisschen die Story von Desmond erfährt. Was ja jetzt in den letzten Teilen nicht so wirklich gezeigt wurde. Und ich würde auf jeden Fall sagen, wir schauen uns dann in der nächsten Folge den nächsten Part an. Seid auf jeden Fall gespannt. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.